Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Heute möchte ich euch mein Ersteindrucks-Review zur PSVR 2 geben. Wir gehen mal auf alle Pros und Kontras ein. Es gibt natürlich einen Haufen Videos dazu. Jeder hat wahrscheinlich eine andere Meinung. Ich möchte euch meine individuelle Meinung schildern zu diesem Gerät hier. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch eine Kaufentscheidungsfrage. Was mache ich jetzt? Kaufe ich mir so ein Ding oder nicht? Und vielleicht ist euch mein Video dann eine Hilfe zu entscheiden, okay, das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Also ich möchte jetzt gar nicht groß auf die Specs eingehen oder sonst was. Ich möchte wirklich nur auf das Gerät eingehen. Was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Also kommen wir zum ersten Punkt, und das wäre der Tragekomfort. Also der Tragekomfort ist echt sensationell, muss ich sagen. Wir haben hier oben einen Knopf, den können wir verschieben, und dann setzt man das Face-Cover vorne erstmal weg. Und dann haben wir hier hinten noch einen Knopf, da können wir das Ganze nach da ziehen. Ich kann bequem das Teil ansetzen. Ich habe hier hinten ein Drehrad. Dann habe ich mir das erstmal an den Kopf befestigt, und dann habe ich hier mit dem Knopf, kann ich mir die ganze Front nach vorne ziehen, und ja, schon bin ich dann in VR. Und wenn ich mal kurz vielleicht ein bisschen mehr Luft brauche, vielleicht aufs Handy gucken will oder so, setze ich einfach hier das Ding nach vorne, und ja, schon kann ich ein paar Sachen machen. Wie ihr ja seht, bin ich Brillenträger und ich komme sehr gut unter diese Brille hier, kein Problem. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, dass hier das Facecover, das ist jetzt nicht so, wie man es kennt, aus Stoff da, sondern ist so eine Art Gummi-Silikon-Mischung und ist sehr labbrig, wie man sieht. Ich vermute, dass es wegen der Brille ist, dass ab und zu auch von hinten so ein bisschen Licht eindringt. Das habe ich bei der Pico auch, und das ist natürlich nicht ganz so toll. Stört mich jetzt nicht so krass, aber es wäre schon schön, wenn das komplett weg ist. Es wird bald auch Linseneinsätze geben von VR-Optiker und anderen Firmen. Die setzt man dann hier einfach drauf. Da werde ich dann auch ein Video zu machen. Und dann werde ich das Problem wahrscheinlich nicht mehr haben. Ja, das Facecover ist, wie gesagt, schon sehr gewöhnungsbedürftig. Positiv zu sehen ist, dass wir wirklich hier ein abwaschbares Teil haben. Das ist halt so eine Gummimischung, und das ist halt das Schöne, ist leicht zu reinigen, auch wenn andere Leute mal dran wollen und man spielt irgendwelche Sportspiele oder sonst was, dann schwitzt man natürlich, und das kann man dann bequem mit einem feuchten Lappen auch wegwischen. Ja, wie gesagt, der Tragekomfort ist auch nach längerer Dauer einfach super. Ich habe überhaupt kein Problem gehabt, dass mir da irgendwas drückte, wehtat oder sonst was. Also einfach perfekt. Also sehr, sehr bequemes Headstrap. Und zum Headstrap muss man dazu noch sagen, das hat eine Rumble-Funktion. Also hier sind Vibrationsmotoren drin. Und wenn man Spiele spielt, die das unterstützen, dann vibriert es hier ganz gut. Ich habe es noch nicht getestet. In Resident Evil 8 soll man, wenn man mit der Schrotflinte schießt, hier super Feedback haben. Und das werde ich dann aber auch nochmal live streamen, natürlich für euch, dass ihr dann auch dabei sein könnt live. Ja, kommen wir vom Tragekomfort zum Sound. Also, wir haben hier einmal die Möglichkeit, über Klinke ein Kopfhörer anzuschließen. Die mitgebrachten Kopfhörer sind in ihr Stecker mit dem Kabel, wie ihr hier seht. Es gibt die Möglichkeit, die hier noch reinzustecken, dass das nicht so rumbaumelt. Ich muss sagen, der Sound ist einfach überhaupt nicht gut. Also ich kann da überhaupt nichts Gutes drüber berichten. Da muss dringend eine bessere Lösung her. Man kann natürlich, habe ich auch schon gemacht, normale Kopfhörer anschließen. Ne, wenn ich jetzt hier so einen Kopfhörer hier nehme. Die liefern natürlich einen super Sound. Ich muss aber erst die Brille anziehen. Dann muss ich natürlich den Kopfhörer dann da drüber ziehen. Es stört teilweise hier an den Seiten und ist einfach kein gutes Feeling. Dann habe ich noch ein Kabel, was ich eventuell hier rumbaumeln habe. Das muss ich auch erstmal irgendwo befestigen. Also alles nicht so wirklich toll. Ich möchte eine Lösung haben, die ich anziehe und fertig. Und die muss dann da drüber sein, wie bei der Valve Index. Und ich hoffe, dass da noch was kommt von anderen Firmen, vielleicht von Kabitech oder Modicap, die uns dann ein Soundkit hierfür anbieten. Das wäre natürlich optimal, weil die Soundkits sind immer mega gut. Und da erhoffe ich mir einiges, weil damit habe ich echt keinen Spaß. Muss ich leider dazu sagen. Also Sound eher so.
Kommen wir zum Display. Also, das Display ist echt schön, muss man ganz klar sagen. Wir haben auch ein tolles Field of View. Ich kann es nur so tippen zwischen je nach Kopf 100, 110 Grad. Also, ist schon vergleichbar mit Valve Index, würde ich fast sagen. Kommt vielleicht nicht ganz ran, aber dafür müsste ich ja ein bisschen irgendwie Software haben, wo ich mit testen kann. Ja, wir haben hier einmal 90 Hertz oder auch 120, je nachdem, wie das Spiel das unterstützt. Man kann es natürlich einstellen, aber dann sind wir beim großen Thema, wo ich gleich noch drauf zurückkomme, die Zwischenbildberechnung, die benutzt wird, wenn das Spiel das, ja, wenn die PS5 das nicht schafft, das Spiel auf 90 oder 120 Hertz darzustellen, dann kommt die Zwischenbildberechnung und ja, da kommen wir dann gleich zu. Das ist ja, ein großer, schlechter Negativfaktor. Ja, wir haben hier einmal 2000 mal 2040 Bilder pro Auge. Ne? Ist echt toll. Wir sehen also meiner Meinung nach keinen Screen-Door-Effekt mehr. Dafür sehen wir aber einen Effekt, der bei manchen Leuten auftritt, bei manchen nicht. Den meisten Leuten fällt es eventuell nicht auf. Manche, die darauf achten, denen fällt es auf. Dann eventuell gibt es Headsets, die das Problem nicht haben. Es ist der sogenannte Mura-Effekt. Und der sogenannte Mura-Effekt ist nicht schön. Man kann den nicht vergleichen mit Screen-Door-Effekt, sondern es ist eher so, ich würde es jetzt beschreiben, wenn ihr das noch kennt von Filmen, ein Filmkorn von früher. Ein ganz, ganz, ganz feiner Filmkorn, der über dem kompletten Display liegt. Das ist für mich der Mura-Effekt. Es gibt aber auch andere Effekte, die sich anders darstellen. Aber so kann ich es am besten vergleichen. Oder wir haben irgendeine Folie draufkleben, die wir nicht abgezogen haben. Und die macht halt irgendwelche komischen, ja, kleinen Punkte darauf. Also so kann man das vergleichen oder am besten erklären. Man kann es auch super schlecht fotografieren oder kaum oder gar nicht fotografieren. Ist sehr, sehr schwer. Es gibt Szenen in Spielen, habe ich getestet, da fällt es gar nicht auf. Dann gibt es Szenen im gleichen Spiel, da fällt es mega auf. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es jetzt ein bisschen minimieren können, indem ich die Helligkeit ein bisschen runtergeregelt habe. So von 100 war bei mir voreingestellt 100% auf 80. Und so ist es ein bisschen besser geworden. Ich sehe ihn aber trotzdem noch. Ich habe eben noch mit einem Zitronenarzt, dem Doc, gesprochen und er meinte auch, dass bei manchen Spielen das überhaupt nicht da ist. Moss könnte ja so gut wie gar nicht den Mura-Effekt erkennen und bei anderen Spielen wie Resident Evil ist er extrem auffällig. Also ist ein großes Manko. Da gibt es jetzt YouTuber, die sagen, ja, da schickt das Teil zurück. Kann man probieren, man kann einen Austausch versuchen zu bekommen und hoffen, dass man dann ein Display hat, was das Problem nicht hat. Es hat auch irgendwas damit zu tun, dass Displays mit mehreren Schichten aufgebaut sind. Und trotz den ganzen super tollen Verfahren, die wir haben, hat man immer noch halt ja keine Luftschicht dazwischen, aber da kann sich was sammeln. Andere Seiten schreiben, Homepages, da könnten sich minimale Staubkörner oder sowas sammeln. Andere sagen, der Mura-Effekt ist ein Ansteuerungsproblem von den OLEDs. Das kann natürlich auch ein Problem sein. Ich bin da wirklich nur ein Laie. Ich habe mir ein paar Sachen jetzt durchgelesen. Ich weiß, dass der Mura-Effekt da ist. Ich habe den Mura-Effekt auch bei der Oculus Rift CV1 gehabt. Da habe ich auch sehr, sehr mit gekämpft mit dem Support. Ich habe dann eine Austauschbrille bekommen. Da war es ein bisschen besser, aber auch nicht weg. Die erste Version, die ich hatte, da war es überhaupt nicht vorhanden. Da hatte ich aber ein anderes Problem, weshalb die weggeschickt werden musste. Also, ich weiß nicht, ob man das unbedingt wegschicken sollte und dann ja, eventuell ein besseres Headset kriegt. Müsst ihr wissen. Also gerne könnt ihr auch mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr die Brille schon habt. Habt ihr den Mura-Effekt? Stört ihr euch oder sagt ihr, ach komm, da gucke ich dran vorbei? Also es wäre für mich sehr, sehr interessant. Als ich den bei Horizon entdeckt habe im Livestream, das war mein zweiter Livestream am Tag, habe ich direkt gesagt, oh, also das ist echt heftig. Ist mir bei Cowboy Cactus gar nicht so aufgefallen. Oder Cactus Cowboys bei dem Game. Bei Horizon ist es mir aber echt extrem aufgefallen. Ja, vom Mura-Effekt gehen wir mal zu der Zwischenbildberechnung. Die Zwischenbildberechnung ist ein System, was uns bei grafikintensiven Spielen, die nicht auf 90 Hertz oder 120 Hertz kommen,
Bilder einbaut. Also das Spiel wird runtergerechnet auf 45 Bilder pro Sekunde und dann wird einfach nur das zweite Bild kopiert sozusagen, dass man so mit auf 90 Hertz kommt. Es ist aber eigentlich dasselbe Bild und diese Zwischenbildberechnung lässt bei Bewegungen Nachziehen erkennen. Also ich habe es bei Horizon sehr, sehr stark wahrgenommen. Also immer, wenn ich mich bewegt habe und irgendwo hingeguckt habe, hatte ich diesen Nachzieheffekt. Und das ist nicht schön. Ich hoffe, dass das noch minimiert wird bei vielen Spielen, dass die Spiele optimiert wird, dass die eventuell auf 90 Hertz autark laufen und da keine Zwischenbildberechnung brauchen. Bei After the Fall ist es mir auch aufgefallen. Also bei sehr, sehr vielen Spielen ist diese Zwischenbildberechnung aktiv und das ist nicht schön. Und eigentlich habe ich mir erhofft, dass die PlayStation 5 diese 90 Hertz auf jeden Fall bei den Spielen schafft und dass die Entwickler demnach auch die Spiele darauf optimieren und dass es da kein Problem gibt, dass wir nicht auf 90 Hertz kommen. Es ist auch unschön, also das sind meine zwei großen Kriterien an das Display. Also der Mura-Effekt und die Zwischenbildberechnung sind echt negativ zu bewerten. Manchmal fällt es stark auf, manchmal nicht, aber ja, es ist für mich kein K.O.-Kriterium. Ganz klar, es ist kein K.O.-Kriterium, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir da ein besseres Ergebnis haben. Ja, kommen wir zu den anderen Einstellmöglichkeiten, die wir hier so rund um das Headset haben. Wir haben einmal hier die manuelle IPD-Einstellung und ich versuche euch das mal zu zeigen. Hier haben wir das Drehrad und hier kann man sich bequem den Augenabstand einstellen, das funktioniert auch echt gut. Und wir haben auch eine Software dann in der VR-Welt, wo wir dann wirklich unsere Augen sehen durch das Eye-Tracking, was die Brille ja hat. Also das funktioniert auch verdammt gut. Ja, dann sehen wir sogar, wo wir gerade hingucken. Und dann kann man die Brille perfekt ausrichten und auch vom IPD-Abstand. Und dann passt auch eigentlich alles. Also da wird genau angezeigt, wo da gerade das Auge hin müsste und demnach muss man das alles einstellen und kann dann auch noch mal so nachjustieren. Das funktioniert echt gut. Ja, Eye-Tracking. Eye-Tracking funktioniert wunderbar. Also erstmal kann man es oder muss man das bei der Erstinbetriebnahme einrichten und dann kann man das auch nachher noch mal in der VR-Welt so testen. Kann man sich Ringe angucken und ja, links, rechts, oben, unten und so weiter. Und das funktioniert so gut. Und auch bei Horizon wird es benutzt, wenn man im Menü ist. Und dann kann man zum Menü hingucken und das funktioniert echt perfekt. Was man überhaupt nicht mitbekommt, ist, wenn das Eye-Tracking arbeitet. Also mir ist es überhaupt nicht aufgefallen, wenn ich in Horizon jetzt zocke und ich gucke irgendwo hin und ich gucke schnell irgendwie, mache so einen Wechsel, dass das Eye-Tracking dann, ja, dass ich sehe, da ist was verschwommener Bereich, da ist ein schärfer gestellter Bereich. Also das ist ja gerade der Vorteil vom Eye-Tracking, dass wir wirklich da, wo wir hinschauen, da wird hochauflösend berechnet. Der andere Teil, dieses Sichtfeld, was wir hier so wahrnehmen am Rand, das sehe ich jetzt auch unscharf. Ich sehe jetzt gerade nur die Kamera scharf und alles andere ist halt verschwommen. Und das simuliert die VR-Brille dann halt auch mit. Und das funktioniert echt super schnell und mir ist es nicht aufgefallen. Also definitiv nicht. In Videoaufnahmen kann man das sehen, wo der Spieler gerade hinschaut, aber wenn man selbst in der VR-Welt ist, ist es mir nicht aufgefallen. Ja, das dazu. Dann haben wir hier auf der Unterseite haben wir einmal das Mikrofon, was echt perfekt ist. Also die Qualität vom Mikrofon ist sehr, sehr gut. Keine Pop-up-Geräusche oder sonst was. Also ich habe mich da schon jetzt öfters unterhalten darüber und das geht wunderbar. Wir haben hier in der Mitte einen Einschaltknopf, den muss man dann aktivieren. Bei der Erstinbetriebnahme muss man natürlich dann auch alles einrichten vom Raum her und so weiter und so fort. Sage ich gleich nochmal was drüber. Dann haben wir hier noch einen Knopf, den können wir belegen. So, die muss gerade scharf stellen, die Kamera hier. Den kann man belegen, entweder, ich glaube, alles muten oder das Mikrofon muten. Und dann kann man die Durchsicht aktivieren. Das ist, glaube ich, auch standardmäßig drin. Also man drückt dann einmal drauf auf den Knopf und dann hat man die Durchsicht. Die Durchsicht ist schwarz-weiß, aber es sieht schöner aus als in der Quest, sage ich einfach mal. Es wabert nicht so. Es ist ein bisschen, ja, ein bisschen schöner halt. Halt schwarz-weiß, aber das reicht, um sich den Controller und so weiter anzuschauen. Wie ziehe ich den jetzt gerade an und um ein Glas zu trinken oder sonst was. Also das ist echt super. Die Durchsicht gefällt mir sehr gut, muss ich einfach sagen. Ja, kommen wir zum Tracking. Wenn wir die Brille
das erste Mal aufhaben, müssen wir unseren Raum tracken. Also wir müssen den einmal komplett uns anschauen selber. Dann sehen wir so Kacheln, die sich überall über unsere ganzen Sachen bilden, über unsere Gegenstände. Und da solltet ihr auch darauf achten, dass ihr wirklich den kompletten Raum abscannt, um keine Tracking-Abbrüche zu haben. Also auch wenn wenn die PS sagt, okay, ich bin fertig, guckt nochmal, versucht so viel wie möglich von dem Raum zu tracken, dass ihr alles mit diesen komischen blauen Gatter überzieht. Und dann sollte es auch ganz gut funktionieren. Ich habe Probleme, wenn ich hier in dem Raum bin, mit meinem Greenscreen. Die Tracking-Kameras haben scheinbar dann ein Problem, wirklich zu erkennen, wo bin ich gerade, und dann gibt es auch kleine Abbrüche. Das ist mir aber jetzt, als ich oben in meinem Wohnzimmer war, nicht aufgefallen. Also im Wohnzimmer, wenn ich da alles schön scanne, habe ich keine Tracking-Abbrüche gehabt. Das habe ich nur hier. Ich habe jetzt auch schon so ein paar Maschinencodes an die Wand geklebt, und dass besser unterschieden werden kann, wo ist gerade die Brille oder wo befindet sich der Spieler. Ist aber wirklich nur hier in den Greenscreen-Raum. Die Pico 4 und die Quest 2 haben damit keine Probleme. Das muss man dazu sagen. Die haben keine Probleme mit dem Greenscreen-Wand. Also das ist echt komisch. Die G2 hatte auch Probleme mit der Greenscreen-Wand. Ich hoffe, dass das Tracking wird eh noch verbessert, und da kommen mit Sicherheit noch einige Firmware-Updates raus. Von daher denke ich mal, dass es dadurch dann auch besser wird. Ja, zum Kabel können wir mal ganz kurz darauf eingehen, wenn wir hier schon sind. Wir haben hier einen einfachen USB-C-Stecker, der kommt vorne in die PlayStation rein, der ist extra dafür da. Und schon kann man die hier unten einschalten. Sie vibriert und schon geht's los, ist man in der VR-Welt drin. Das Kabel ist, ich glaube, 4,5 Meter lang. Es ist ein bisschen störrig. Also wenn ich habe es jetzt schon öfters aus. Man sieht, es hat so ein bisschen ein paar Wellen und es ist ein bisschen starrer, als ich mir gewünscht hätte. Also das Valve Index Kabel war besser, und das Oculus Link Kabel ist auch viel flexibler und schöner, muss man auch dazu sagen. Was auch stört, das war aber von vornherein klar, es ist fest montiert. Also ich habe hier keinen Stecker oder sonst was. Wenn das Kabel kaputt ist, muss man gucken, entweder dass man es selber austauscht oder halt zur Reparatur bringt. Ist halt nicht so wirklich schön gelöst, meiner Meinung nach. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz diese In-Ear-Sachen. Hier haben wir auch nochmal die Soundlösung. Ist auf der einen Seite der Klinkenstecker. Hier sieht man so besser. Und auf der anderen Seite halt einfach nur ein Haltepunkt. Der wird hier dann in die Brille eingesteckt. Wir haben hier den Haltepunkt. Und auf der anderen Seite ist der Klinkenstecker neben dem normalen Kabel. Und ja, da steckt man das rein, hält ganz gut. Ist für mich aber nur eine temporäre Lösung. Definitiv, mir gefällt das nicht wirklich, muss ich sagen. Ja, bevor wir zu den Controllern kommen, einmal dazu, es ist ein tolles Headset. Die Farben sind super schön, sie sind super toll. Schwarzwerte sind bombastisch, muss man einfach dazu sagen. Wenn da nicht der Mura-Effekt wäre und dieses Nachziehen, diese Zwischenbildberechnung, dann wäre das echt ein perfektes Display. Aber ansonsten sieht es echt schön aus. Und wer meine Livestreams gesehen hat, ich lobe das auch tierisch bei Horizon, wenn man da guckt, wie die Farbvielfalt ist und auch die dunklen Bereiche. Also echt perfekt, muss man einfach ganz klar sagen. Schönes Headset. 600 € sind natürlich auch viel Geld. Muss man dazu sagen, wenn man überlegt, die PlayStation Disc Version ist, glaube ich, jetzt bei 550 € liegt die, glaube ich. Teurer als die Konsole selber, ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Ja, kommen wir zu den Controllern. Also wir haben hier meiner Meinung nach fast schon einer der besten VR-Controller überhaupt. Mir gefallen die richtig gut. Aktuell habe ich noch ein bisschen Probleme, wenn ich die blind greife, auf jeden Fall. Wo muss ich jetzt hier überhaupt rein? Muss ich von hier aus rein oder von so? Oder, ne, man ist dann gerade gucken, wo ist links, was ist rechts. Wenn man dann wirklich drauf guckt, hat man schnell drin. Aber man drückt halt auch nicht immer die Durchsicht-Taste. Von daher, ja, wir haben hier die normale Halteschlaufe, die überall drauf dabei ist. Sollte man auch unbedingt nutzen,
bei starken Spielen, wo man wirklich schlägt oder so, hat man den schnell schon mal in den Fernseher geworfen. Muss nicht sein. Also braucht keiner. Und also vom Handling her, vom Feedback her, auch diese adaptiven Trigger, die sind mega gut. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Wenn ich eine Waffe abfeuere, man hat hier wirklich einen richtig krassen, spürbaren Widerstand. Und das macht echt Spaß. Hier habe ich die Grifftaste, die funktioniert auch echt super. Also ich bin super schnell warm geworden mit dem Teil. Das Tracking der Controller funktioniert super. Wo es Probleme geben könnte oder kann oder öfters schon mal vorkommt, ist, wenn ich die Controller dann wirklich relativ nah an die Brille halte und dadurch natürlich auch die Tracking-Kameras ein bisschen blockiere, dann gibt es Tracking-Aussetzer. Ja, das hat aber auch die Quest, obwohl die es schon arg verbessert haben. Das war am Anfang richtig stark. Das habe ich gemerkt bei, wenn man Box-Games hat und wirklich so sich schützen will, dann hatte die auch immer Probleme. Das haben die aber echt fast weggekriegt, sehr, sehr stark minimiert. Ich hoffe, da geht auch noch einiges. Also hoffe ich mal, dass wirklich da Besserung noch eintritt vom Tracking her. Aber ansonsten, wenn ich im Raum bewege, ich habe noch nirgendwo Probleme gehabt, irgendeine Waffe zu greifen oder sonst was. Das ging echt gut. Zu der Akkulaufzeit. Ich habe öfters gelesen, die ist sehr, sehr kurz. Soll irgendwie mit 3 Stunden ist die angegeben, 3,5. Ich habe es noch nicht getestet, weil ich nach jedem Spiel das Ding aufgeladen habe, weil ich, wenn ich wirklich streame, möchte ich nicht Gefahr laufen, dass auf einmal der Controller leer ist und ich dann nicht mehr streamen kann. Ich habe keinen Ersatz. Man kann keine Ersatzbatterien reinstecken. Dann ein Kabel anstecken ist natürlich auch blöd, weil wir haben hier nur eine Ladebuchse. Ne? Wir haben ein integriertes Akku, also man kann keine Akkus einbauen und den muss man halt laden. Das ist ein Wermutstropfen, da hätte ich echt gerne ein Batteriefach gehabt, muss ich ganz klar sagen. Die kann man auch mal ganz kurz im Livestream wechseln, wenn es dann mal Probleme gibt. Ja, aber ansonsten richtig, richtig gute Teile. Ich bin froh, dass hier kein induktiver Greifmechanismus ist. Das hat bei den Valve Index Controllern bei mir nur Probleme bereitet und da bin ich echt froh, dass wir hier dieses haben. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Ich habe wahrscheinlich irgendwas vergessen, da bin ich mir sicher. Es ist ein Ersteindrucks-Review von meiner Seite aus. Ich hoffe, wenn Leute jetzt da draußen sind, die wirklich noch nicht wissen, kaufe ich mir das Teil oder nicht, dass die sich aus dem Video hier eventuell für sich was rausziehen und sagen, ja, okay, das kaufe ich. Der Sebastian hat da recht. Man kann über alles hinwegsehen oder nee, auf keinen Fall. Also ich muss sagen, es ist der richtige Schritt in die nächste Richtung, sag ich mal, oder in die bessere Richtung, was VR anbelangt. Aber es ist kein perfektes Headset. Also ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Es ist, es macht vieles richtig, es macht aber auch einiges falsch. Und ich habe mir definitiv mehr erhofft, das muss ich ganz klar sagen. Ich hoffe aber, dass die das noch verbessern können. Es ist super viel mit Software-Updates und Firmware-Updates machbar. Selbst das Mura können die vielleicht noch dadurch minimieren. Ne? Also ganz weg wird es nicht gehen. Wenn das wirklich hardwaremäßig da ist, dann wird man das nicht mehr wegbekommen. Wenn es eine Ansteuerungssache der OLED-Panels ist, kann man da definitiv noch was verbessern. Und was das Nachsteuerproblem angeht, diese Zwischenbildberechnung, da hoffe ich mal, dass da auch die Spieleentwickler ihre Spiele so optimieren, dass man das gar nicht braucht, dass es nicht dringend eingesetzt werden muss. Ja, im Großen und Ganzen Kaufempfehlung. Kaufempfehlung gebe ich euch, wenn ihr jetzt keinen High-End-PC habt und sagt, ja, ich habe aber einen High-End-PC, habe eventuell schon eine Valve Index, ein G2, obwohl die Valve Index auch vom Display her nicht mehr so gut ist. Also da ist das natürlich auch schicker. Ich habe eine Pico 4, die ich mit dem PC verbinde, eine Quest 2. Muss ich dann unbedingt die PSVR haben? Nein, ich denke nicht. Wenn man jetzt aber auf so Spiele wie Resident Evil 8 Horizon nicht verzichten möchte, man will die Exklusivtitel mitnehmen, dann definitiv, dann lohnt sich der Kauf auch. Ich habe schon eine PS5, ja, und habe das gerade das Geld, die 600 Euro, klar, kauft euch das Teil, testet das, notfalls kriegt man das mit Sicherheit noch gut verkauft. Habt ihr überhaupt nichts? Habt ihr jetzt wirklich nur
Ja, noch nicht mal eine PlayStation 5 und auch kein PC. Und ihr überlegt, kaufe ich PC VR oder kaufe ich mir jetzt die PSVR 2? Dann definitiv die PSVR 2. Meiner Meinung nach Preis-Leistung ist das schon viel, viel besser, weil in der Kategorie, da sind wir dann bei 1.100 € mit PS5 und dem Headset hier. Und einen vergleichbaren PC dafür zu bauen, weiß ich nicht, weil die Grafikkartenpreise sind ja immens. Eine 4080er, da ist man auch schon bei 1.200 € und ja, von daher würde ich euch die dann auch empfehlen. Wenn ich jetzt eine Pico 4 habe, kein PC oder eine Quest 2, macht die auch durchaus Sinn. Also wenn ich jetzt eine Pico 4 nur autark nutze und ich möchte wirklich mal AAA-Games haben, dann ist das auch die richtige Wahl. Also es ist verdammt schwer, da irgendwie Ja oder Nein zu sagen, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir das auch jetzt nur gekauft. Ich war mega gehypt auf Horizon, auch wenn es jetzt nicht das Spiel geworden ist, was ich mir erhofft habe. Mir sind ein bisschen zu viele Kletterpassagen drin, aber das war für mich ein Kaufgrund und ich wollte eigentlich eh eine Grafikkarte kaufen, habe das aber jetzt verworfen. Hab das Geld jetzt für die PlayStation VR 2 genutzt. Also, das war mein Grund, mein Kaufgrund dafür. Aber wie gesagt, die Pros und die Kontras, also Pro, wir haben ein tolles Display, wir haben tolle Farben, tolle Schwarzwerte. Negativ, Mura und die Zwischenbildberechnung, dieses Nachziehen ist nicht ganz so toll. Ansonsten macht das Headset echt viel richtig. Es ist auch super easy einzurichten. Es ist verdammt gut. Man kann Partys machen mit Freunden und kann sich dann auch direkt treffen zum Zocken und so weiter. Also softwaremäßig ist PlayStation da schon gut aufgestellt. Wir haben Eye-Tracking an Bord. Wir haben keinen Screen-Door-Effekt mehr. Also ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr dafür, das Mura. Aber alle diese negativen Punkte sind für mich jetzt kein K.O.-Kriterium. Ich habe trotzdem Spaß mit der Brille. Mir macht das Zocken mit der PlayStation VR trotzdem Spaß. Ich hoffe immer noch auf Updates, auf Verbesserungen. Und das ist erstmal so mein Fazit dazu. Wenn ihr Fragen habt, gerne unter die Kommentare damit. Ihr könnt uns auch gerne in der Facebook-Gruppe besuchen. Der Link dazu in der Beschreibung oder im Discord. Und da könnt ihr auch gerne Fragen stellen. Aber ansonsten sind die Kommentare da auch schon natürlich ganz gut. Wie gesagt, das ist jetzt komplett meine individuelle Meinung und die ist natürlich auch sehr breit gefächert jetzt. Also wir haben Pros und Kontras. Da muss man ganz aufpassen, was ist einem wichtig? Auf was kann man jetzt wegsehen und was sticht einem immer ins Auge? Ne? Es gibt mit Sicherheit Leute, für die sind diese Punkte ein komplettes K.O.-Kriterium, die sagen, ne, also sofort weg mit dem Teil. Ne? Sehe ich nicht so, aber ich bin auch ein riesen VR-Fan und freue mich darauf, dass wir hier einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gehen, was VR anbelangt. In AAA-Titel wird auch wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr investiert und das ist das, was ich eigentlich wollte als PC-VR-Gamer. Und ja, deshalb ist das für mich ein tolles Headset. Mit Abstrichen. Okay, Leute, wie gesagt, gerne unter die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Like raus, würde ich mich natürlich freuen und den Abo-Button nicht vergessen wäre auch echt nice und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.